Ah, da können wir aber fest bestellen am nächsten Tag. Halt die Kuschen. Die haben wirklich wild eingekauft. Da bleibt auch wieder einer übrig, oder? Das sind die Stöller, oder was? Wenn einer so verschiedene Flaschen, da jetzt haben wir alle lernen, gell? Bleibt auch wieder einer übrig, ich trau durch. Wirklich, wenn einer überbleibt, was haben wir da jetzt noch schnell drin? Was war denn das so schnell? Ich seh's nicht. Warum hab ich eine leere Schachtel zurückgestellt und mit mir los, oder? War man langweilig oder was? Servus, Grantler Andi. Wer ist blau? Ich bin am Mittwoch wieder blau im Gesicht. So, ich muss mir mal alle Backen, was ich da so irgendwo hingestellt habe, aufbrauchen. Damit wir wieder wissen, was wir auch bestellen müssen dann am nächsten Tag. Sonst haben wir wieder so viel Backen zu viel. Leute, ich kann mir nicht helfen, gell, aber theoretisch bräuchte ich fast drei Regale mit dem Klopapier, das geht so gut auf. Da hätte man noch. Nein, da kommt das Sodawasser, das ist auch komplett aufgebraucht worden. Das ist abartig. Das ist echt abartig, was die Leute da jetzt zusammengekauft haben. Ich bin schon froh, wenn ich einen zweiten Kassier haben kann. Weil dann kann ich nämlich auch während der Geschäftszeit aufräumen, ohne. Ist er fast schon. Was? Ah, okay, dann wäre Thüringen, beziehungsweise der komplette ehemalige Osten. Braun, so wie was. Er hat nichts mit Politik zu tun. Und was geht's denn da gerade mit euch alle los? Ihr wisst schon, was ihr gerade seid, oder? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, nicht so ganz, gell? So, wir starten den Tag, damit wir mal. Ja, Umsatz war Bombe. Umsatz war Bombe. Seht ihr, es wird immer was. Faringmehl und so eine Handseife ist günstiger geworden. Oder mehr wert geworden, wartet einmal. Ja, da müssen wir auf 2,30, sonst werden sie sich wieder alle an. Oder 2,20 im besten sogar. Kannst du das bitte? Und irgendein Faringmehl. Da ist er. Da ist ja nicht viel gekauft worden. Ja, das ist wieder viel zu teuer. Und wo ist es hergegangen vom Preis her? Das habe ich jetzt wieder nicht mitgekriegt. 3,2, Alter, ich verschenke, ich habe nichts zu verschenken. 3,80. Schwarzer Tee, der passt. Zucker, passt auch. Nutella, passt auch. Ich muss kurz die Preise durchgehen. Das passt auch nach wie vor. Toastbrot. Ist eigentlich mehr wert, gell? Dann gehen wir auf 4 hoch, auf 4,90. Sind schon was zahlen. Passt. Salz. Passt noch. Öl. Passt auch. So, die Cornflakes. Passt. Das Mehl haben wir gerade auch gleichen. Die Spaghetti-Nudeln. Passen auch noch. Und was ist da? Das ist ein bisschen billiger geworden. Passt auch. Dann noch da, Klopapier. Das ist jetzt wieder viel zu teuer. 15, 50. Passt auch. Der Zucker geht auch gut weg. Der passt noch. Der Reiniger der Schweineteile, oder? Da tut es da richtig weh. Der ist ja fast günstig. Da gehen wir auf ein bisschen. Für den Preis, was der im Einkauf schon kostet. Passt der auch. Geht heute noch ein Hype-Train? Wahrscheinlich geht es in einer aus, wenn ich wenn Sie, schauen wir mal. Ich mache ja jeden Tag fertig. Das ist jetzt viel weniger. Das ist die Handding aus. Das ist jetzt da bei 5,20. Kuchen, der ist nicht gut gegangen. Der ist einer jetzt teuer. Machen wir 2,40. Ist auch fast zu teuer. Nur 4,70. Ich muss einmal kurz alle Preise anpassen, weil der passt eigentlich, aber Schoki geht gerade gar nicht gut tatsächlich. Was ist da oben zu? Das ist auch viel zu teuer. Servus, so wie schaut es da herum aus? Das Cola passt, Soda.
passt. Apfelsaft passt. Orangensaft passt. Das Cola ist günstig. 2,70. Alles klar, jetzt haben wir mal die Produkte, dann gehen wir da weiter. Thunfisch passt. Was Ding, Parmesan passt auch. Die Eier passen auch. Wie schaut es da aus? Eier. Ja, das passt noch. Milch passt auch. Wasser passt auch. Und Joghurt passt auch. Sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei Käse. Einmal normale Eier, hätte ich gesagt. Ja, einmal Mineral. Ja. Wir brauchen wieder vieles. So viel ist klar. Also Müll haben wir noch da, siehst du. Aber ein Backel würde ich tatsächlich noch bestellen. Müll, Zucker brauchen wir. Das ist sehr schwer. Ich muss jetzt leider ein paar Mal hin und her laufen. Also. Wir fangen wieder von oben an. Die brauchen wir glaube ich nicht, oder? Die haben wir noch mehr wie genug. Ja, das ist noch viel, das brauchen wir nicht. Toastbrot haben wir glaube ich auch noch genug. Brauchen wir auch nicht, nein. Mehl brauchen wir. Öl. Ui, da brauchen wir auch Backel. Nudeln brauchen wir glaube ich auch Backel. Ich muss, es tut mir leid. Ja, machen wir auch. Zucker. Kaffee. Käse brauchen wir zwei, Mineral, Eier, Milch, schwarzer Tee. Oh mein Gott. Schwarzer Tee brauchen wir auch eine, Nutella wie gesehen brauchen wir noch, das haben wir glaube ich noch genug, oder? Ein Backel können wir schon kaufen, Olivenöl auch. Ein Backel von Tee, ein Backel Olivenöl. Basmati-Reis eins, da die Nudeln brauchen wir wieder eins. Salz hätte ich gesagt, werden wir wieder eins brauchen, Kuchen und das haben wir. Von dem Müsli brauchen wir noch eins, da haben wir noch genug. Orangensaft haben wir jetzt noch drinnen, Apfelsaft haben wir noch drinnen, da ist so, da fehlt uns noch. Da brauchen wir auch wieder. Am besten gerne noch einmal, zweimal. Ja, was haben wir noch, was fehlt noch? Ja, Orangensaft und Apfelsaft haben wir noch genug. Reinigungsmitteln haben wir eigentlich auch ziemlich, bis auf das da dann brauchen wir noch. Schaut gut aus, Globerbier hätte ich noch zwei Packel gesagt, brauchen wir. Das Zuckerte, Alter, das ist ein Wahnsinn, was da jetzt schon, was wir schon brauchen. Aber das passt. Der Reiniger fehlt uns, da brauchen wir gleich zwei. Da brauchen wir noch eins. Das haben wir genug. Globerbier brauchen wir noch Minimum zwei Packel. Mozzarella. Brauchen wir zwei. Zwei habe ich gesagt, da. Zwei. Thunfisch haben wir noch genug, hätte ich gesagt. Honig, wie viel Honig haben wir noch? Honig ist noch mehr wie genug. Passt. Gut gewirtschaftet. Schau, was der Herr Knädel noch hat. Ja. Jetzt will ich einen Tag mal durchrauschen lassen. Alter, da schaut's aus! Die Autos fahren einfach drüber, ist ja drauf gesch. Einen Tag will ich noch durchrauschen lassen. Weil dann können wir mal wirklich Geld investieren und ausbauen, größer werden und vielleicht sogar noch zwei Regale kaufen. Oder eine Sortimentsvergrößerung machen wieder und ein Regal kaufen. Wisst ihr? Kohle ist das A und O. So viel Sch. Mozzarella. Es geht da schneller mit Mozzarella. Kloberbier, ganz wichtig, weil das sch**en sich ja alle aus. Die haben gerade vorher echt brutal einkauft, muss ich echt sagen. Ich hoffe, die Spaghetti nun reichen. Kaffee, sicher, jetzt haben wir noch ein paar gekauft, das war vielleicht jetzt gar nicht so eine gute Idee. Das Cola habe ich gesehen, ist schon einiges aufgegangen. Habe ich gut gesehen, weiß ich.
Ich werde es jetzt wirklich zumachen und aufeinander stapeln, weil sonst wären wir nämlich nicht fertig. Milch, so, jetzt kommt es, jetzt geht es, schaut's her. Dann machen wir da. Dann machen wir da. Jetzt machen wir Zucker, haben wir auch schon einiges aufgebracht. Käse. Würde man sogar noch ein paar Kleckstra extra vertragen tatsächlich, nehmen wir noch eins. Weil der geht auch oft gut. Also der Käse ist auch ein sehr guter, ein Kassenschlager hätte man es jetzt genannt, in meiner, zu meiner Jugend. Nehmen wir sich jetzt auch noch einen dazu. Besser zu viel als ich trinke. Was haben wir da? Wasserflaschen, ganz wichtig. Ja, alles was wir zu viel haben, leider. Brauchen wir später dann nicht auf. Wasser, ganz wichtig, das geht einmal gut weg. Ganz gut sogar. Also das Spiel kann auf jeden Fall was, Leute. Also für alle, die was Bock drauf haben, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Jetzt würde ich gerne die Schokolade umarmen. Jetzt haben wir genau ein Regal zu wenig eigentlich, weil ich kann nur so, das ist ja okay. Reis. Was haben wir da? Eier, da sind sie jetzt da. Heute die Göschen, das sind die Eier. Olivenöl. Also gut aufgenommen. Gut einkauft, hätte ich gesagt, oder? Was sagt ihr? Gut berechnet. Sortiment wird immer größer. Ja, ein bisschen war her. Oh, der Reiniger ist ja komplett aufgegangen. Tatsächlich, der ist besser gegangen wie gedacht. Da brauche ich gleich die ganzen zwei Schachteln auf. Lochter. Ja, mein Materiallager ist da hier. Kann es nicht ändern. Ich habe leider nicht anderen Platz. Und ich finde einfach, dass der Preis fürs Lager viel zu teuer ist. Ein Tausender nur damit du eine Lagerfläche hast. Da habe ich noch 10-mal bessere Ideen vorher, bevor ich einen Tausender für das raushaue. Ich bin einfach der Meinung, es rentiert sich noch gar nicht. Du geile Butterblume, du Schöne! Weil das jetzt so einen riesen Bestand aufbaut, dass ich gleich einmal den ganzen Tag nicht bestellen müsste, für das fehlt halt einfach nur immer bei Weiden der Knädel. Das ist einfach so. Und solange ich nicht so einen Bestand aufbauen muss, bin ich der Meinung, dass ein Lager einfach sinnloses Geld rauszuschmeißen ist. Danke fürs Drüberfahren, du Kopf. Alter, du kommst schon einmal in meinen Gossen, du Alter. Fahrt da immer über meine Backel drüber! So. So, das ist Reserve, weil das Soda war wieder leer am letzten Tag. Was haben wir da? Käse noch, sicher, jetzt haben wir mal ja gesagt.
Vollcreme. Ich bin echt schon so happy, wenn ich einen zweiten Kassier kriege. Fällt gar nicht mehr so viel. Wir sind schon bald Level 17. Aber Level 20 wird sie heute, weiß ich, glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Angefangen haben wir heute mit Level 13 oder 14, ich weiß nicht, nein, 13 glaube ich sogar noch. Hab jetzt, warum habe ich jetzt so Öl bestellt? Bin ich, ah, das war ja. Entschuldigung, da war ich. Ich war schon über anders mit meinem Kopf. Ich war schon über anders mit meinem Kopf. Der ist sogar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. You got me, fette Kinder von mir Moped in die Schweiz. Das war normal. Immer auf die Straße, glaube ich. Weil ab und zu, so, ich weiß nicht einmal, wo ich die Lieder schon wieder alle her habe. Ab und zu, ja, überkommt es mich halt, ne? Was sie machen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Da bleibt wieder genau. Ein bisschen was über, oder? Ist das jetzt. Ist das jetzt überblieben? War nur noch was drin, oder? Ja. Ja, die Regale möchten halt aufgefüllt werden. Schwarzer Tee, seht ihr? Schau, langsam geht er auf. So, starten wir den Tag, oder? Was sagt ihr dazu? Geben wir Gas! Jawohl! Jetzt wird aus, jetzt wird einkauft! An dir ist ein Sänger verloren gegangen, ja, genau so in etwa. Ich kann natürlich einen eigenen Ludwig Hirsch spielen, nur dass ich mich nicht gern vom Fenster schmeiß. Außerdem, die Lieder, was der damals fabriziert hat, wenn du heute in der Öffentlichkeit singst, wirst du erschossen von der Straße. Bayerisch magst, Angewinnung und Pidis. Jetzt bin ich gespannt, ob es heute, wenn es jetzt so aktiv einkaufen wie am Vortag, müssen wir Minimum 2.500 steigen am Moment des Tages. Dann zahlt sich eine Erweiterung aus. Aber es hat die Frage, bis jetzt ist, du Schöne! Der Hund kauft gerade den halben Laden leer, der läuft jetzt schon seit 2 Minuten um einen Hund. Ja Alter, dürfen wir andere Leute auch noch Papier haben oder bist du der Einzige? Ja und dann kommst du zu mir, gell? Ja sicher, ich glaub's auch. Stör es doch irgendwo an! Da durch. Ich mach gleich wieder voll da. Komm schon, Alter, schaut, was der gekauft hat. Sag ja, der Hund hat den halben Lohn ausgekauft. 80 Uhr, das ist aber eine Schwachstelle. Nächster. Zweimal Soda und einmal Eier, okay. Ja, wer's hat, gell? Der hat auch wieder gut. Also, die Leute, es werden nicht so viel mehr Kunden, aber sie kaufen halt einfach weitaus mehr Ei. Das stimmt schon. Und teilweise geht sich alles auf der Kasse gar nicht aus. Licht, ach, da war schon wieder was. Ich hab mir mit euch ein Licht. Bin ja schon da. Ich sag das, dann kommt der wieder mit 2 Eiern. Das ist ja. Oha! Oha, Alter, wie viel willst du noch? Und 93, gutes Einkommen da. Wow, der kommt mit für 2x Parmesan. Na, wirklich, Alter, geschüttelt da. Und wo frisst du den Parmesan? Reibst du dann über deine Füße drüber, damit dein Horn hat nicht so auffällt oder was? Geschüttelt da. Nachschauen, wie der Glauberbär, damit wir ein bisschen wieder Platz machen können, muss man halt immer wieder mal nachschauen, was wir wieder alles einrahmen können da. Haben wir schon das eine, was ist denn das überhaupt, was ich da jetzt in der Hand habe? Also Honig, ein Honig, jawohl, haben wir. Bin schon wieder da, Entschuldigung, dass ich was tue. Na wirklich, Schlipsträger. Oder? Der Hund, wie viel Honig brauchst du denn, Depper da, oder willst du deine Zähne zerfressen lassen, oder was? Ganz frisch,
kaufe gleich drei volle, oder? Hat schon jemals ja drei Glasl Honig gekauft, so ein gutes Angebot kann das Geschäft gar nicht haben, dass ich es auch für eine Farbe kaufe. Wie viel von den Reiniger, Alter? Aber arbeitest du beim 100 Wasser, dass du da drei Flaschen Glasreiniger brauchst? Mit dir los! Wie viel brauchst du noch? Die meisten Kunden nichts mehr da, wenn ihr alle einkauft. Super, da ist das Einzige, was wir nicht brauchen. Da, Glasreiniger. Schaut sich das an! Schon leer gekauft, völlig ein Regal! Geschüttelten. Das, was du einen Flager hast, kauft wieder keiner. Und das, was du jetzt zum Beispiel nicht einen Flager hast, das nehmen sie da alle an. Ja, ich bin gleich da, Deppert, warte mal kurz. Entschuldigung. Ich muss was hakeln an und nehmen. Kauf alle nur einen Glasreiniger bei mir, oder was? Ja, für was probiere ich aufsteigen? Ich komme nur dazu. Zu trinken, ich darf was da. So. Ah, zweimal Reis. Gerade vorher sage ich, sie kaufen viel mehr ein und dann kommt ihr Wapplole daher. Und kauft wieder nichts ein. Da, der nächste Todel, Alter. Das kannst du bei der Tankstelle holen! Jetzt lobe ich noch, dass die Leute so viel einkaufen, dann kommen die alberten Leute wieder mit zwei, drei Sachen. Ich weiß auch, gell? So. Ein paar Reiniger gehen wieder wie ich weiß nicht was, das ist schon abartig, ein paar andere wieder weniger so gut. Hui, da die Flaschen brauchen wir. Was haben wir da? Ich bin schon da. Da, die kaufen mir die ganzen Glasreiniger zusammen. Da sind ein paar richtige Gestörte dabei, Leute. Ich sag's euch. Alter, wie viel Klopapier brauchst du denn, Alter? Ist schon wieder im Aumarsch oder was? Was ist denn los mit euch? Alter, ich brauch drei Regale Klopapier. Es ist gerade einmal sechs, ich hab noch zwei Rollen Klopapier. Ja, kauf den ganzen Ding Cornflakes da zusammen. Es wird echt immer schwieriger, richtig zum Haushalten mit den ganzen Sachen. Aber wenigstens geht er bei der Wui endlich mal wieder einer, der was Kaffee braucht, oder? Bitte kaufen die arm, das ist ein Wahnsinn, was die Leute da kaufen. Kein Wunder, dass ich schon den ganzen Tag immer noch damit beschäftigt bin, die Regalbestände aufzufüllen und die Leute wirklich schon alles leer kaufen. Bin eh schon da. Auf einmal, dass Joghurt gut geht, was ist denn jetzt passiert? Wie viel Seifen, Alter? Wo ist da dein Scheiß an mit dem? Das ist ein Hundseifentepper da. Was brauchst du noch drei Flaschen davon, Alter? Mit einer gefühlst du ein halbes Jahr. Und ich bin sogar drei, weil ich wisch mir die meiste Zeit meine Augen und über den Mund da. Meine Glasreiniger sind bald gar. Zwei volle Regale. Das ist ja nicht einmal. Ah, jeder kauft einen Glasreiniger. Der Parmesan geht auch gut weg. Der Basmati-Reis geht auch schon aus. Puh. Das ist wieder ein guter Tag, ja. Der geht richtig gut, der Tag. Der kauft noch das bisschen Zuckerschock da. Was tue ich? Oh, Klopapier ist alle. Das tut mir voll sorry, Madel, aber ich kann es nicht ändern. Ich hab's die Leute nicht auch geschafft, dass das ganze Klopapier zusammenkaufen. Ich komm nicht, ich komm zu nix, Alter. Käse, ja. Ich komm schon! Hätte gut gekauft. Hi, Princess.
Ja, mit den 2,5 habe ich gut geschätzt. Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Wir haben es geschafft. Zweieinhalbe, richtig gut geschätzt. Was ist eigentlich dein Lieblings? Es gibt kein Lieblingsgame, Vater. Vater, sage ich schon. Nein, ich hab's Lager noch. Alter, nervt's mich jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Lager. Ich brauch's noch nicht. Das ist einfach nur für nix, das Lager. So. Jetzt könnten wir mal vergrößern, theoretisch. Wir bräuchten fast noch so ein Ding. Regal. Klopapier geht jedes Mal auf, da am besten 5 Packungen gleich, weil das kaufen die Leute zusammen. Es gab jetzt kein Morgen mehr. So, dann kaufen wir jetzt einmal da jetzt da. Das Problem ist nämlich, das nächste Sortimentvergrößerung, für das haben wir jetzt wirklich keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen einmal Wachstum kaufen. Was ist jetzt dazugekommen? Oh, jetzt geht's da um mich. Aha, gut zu wissen. Das heißt. So, das habe ich auch noch nicht aufgemacht. Wenn das so ist, dann heißt das auf gut Deutsch, dass wir jetzt ein bisschen die Regale umstellen müssen. Ehrlich jetzt, ihr wollt es mir doch verschaffen. Dann stößt kurz einfach da wo hin, dass ich einen halben Meter weiter umrutschen kann mit dem Dreckskibbel. So viel mehr Platz bringt mir der ganze aber dann nicht. Weil im Endeffekt. Ja, wo ein bisschen schon. Da kann man noch einen Kühlschrank jetzt hersetzen, theoretisch. Was ist denn beim nächsten Lizenz alles dabei? 1100. Butter, Müsli, Hühnchen, Pommes, wo kann das alles hin? Kann man sich das anschauen? Das gehört halt teilweise wahrscheinlich ins Tiefkühlregal. Pommes, Hühnchen, stellen wir vor. Gemischte Pizza, das gehört sicher in den Tiefkühler, ja. Den hätten wir eh. Aber bevor ich jetzt den Schritt wage, muss ich mal schauen, was ich in einem Sortiment auffrischen muss. Weil ich will nicht wieder das halbe Sortiment nicht haben. Da holen wir uns noch einmal Soda. Jetzt gehen wir nochmal durch, okay? Cornflakes haben wir noch, Müll haben wir noch. Irgendwo wie noch Müllbackeln hinkriegt. Da, Müll. Brauche ich jetzt nicht unbedingt ein neues kaufen. So. Mineralwasser ist viel. Spaghetti brauchen wir, Reis brauchen wir. Spaghetti brauchen wir 2 Backel. Warte mal kurz. Da, bevor ich jetzt nämlich die nächste Lizenz kaufe, Markt. Ich glaube, da müssen wir noch einen Tag müssen wir noch durchhalten. Wie viel von den Dingen haben wir noch? Toastbrot ist noch immer so viel da. Kauft sowieso gerade gar keiner mehr. Das wird ja wirklich schimpli, aber der Preis passt, da tue ich ja nichts. Salz, Kaffee, Toastbrot passt. Olivenöl brauchen wir auch. Zucker, was ist der Zucker? Da geht auch eine Packung. Zucker geht eine Packung, Nutella wird eine Packung geil. Also, Nudeln und Öl. Es halt, weil alles irgendwie so Nudeln, also Öl ist gar keins gegangen und Nudeln auch nicht, die brauchen wir auch nicht, Honig haben wir auch noch genug. Ja, es könnte sich gut ausgehen, dass man da noch die Lizenzen kann. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir, das und das brauchen wir auch nicht, da kaufen wir eins. Mineral brauchen wir nicht, Käse haben wir auch noch genug, Kaffee haben wir auch noch genug. Milch schaut auch voll aus, ist es auch, brauchen wir jetzt auch noch nicht.
Ist gut eingekauft. Tee haben wir auch, glaube ich, schwarzer Tee. Ja, reicht auch locker noch für einen Tag. Nutella eins hätte ich gesagt, das Müll, glaube ich, haben wir auch noch genug, was ich so gesehen habe. Ja, das brauchen wir auch nicht kaufen. Kommt gut aus schon. Olivenöl habe ich gesagt, brauchen wir eins. Da brauchen wir zwei. Und dann Basmati-Reis brauchen wir auch. Wie schaut es aus mit den Süßigkeiten? Da Gummibärli brauchen wir auf jeden Fall. Schoko haben wir eigentlich noch genug. Kuchen, einen von denen würde ich zumindest noch kaufen. Also einmal. Habe ich nicht irgendwo noch Gummibärlis liegen gehabt oder bin ich deppert? Nein, da bin ich deppert. Einmal Gummibärli und einmal den Kuchen. Cornflakes, die sind auch gut gegangen, aber jetzt habe ich wieder gerade frisch aufgefüllt. Brauchen wir jetzt eigentlich auch keins auf einmal. Die Reiniger kosten noch einiges. Da brauchen wir noch so. Apfelsaft und Orangensaft würde man noch brauchen. Und eins von den Dings oder unten von die Cola kennt man. Okay, es geht da schon ein bisschen was auf. Was haben wir stehen geblieben? Das haben wir. Joghurt haben wir, glaube ich, auch noch genug drinnen. Weil das, ja, das reicht noch. Orangensaft hätte ich gesagt, brauchen wir noch eins. Das Cola haben wir, glaube ich, einen von den, einen von. Also, wo sind wir schon? Saps oder sind wir? Da brauchen wir eins. Wo war Saps? Das ist Saps oder einen von den? Nein, es geht sich da nicht aus. Einen von denen, da brauchen wir sowieso gleich wieder zwei. Ein Bleichmittel hätte ich gesagt, da haben wir noch genug. Seifen und Duschgel. Ein Seifen brauchen wir. Duschgel brauchen wir eigentlich noch nicht. Ein Seifen. Viermal Klopapier. Wie viel Klopapier haben wir jetzt da? Dreimal. Danke für den Follow. Der Preis von Apfelsaft muss noch ändern. Mach ich, warte jetzt einmal. Einmal noch Klopapier, weil das ist gleich weggewählt. Parmesan, glaube ich, brauchen wir noch einen. Da brauchen wir noch einen. Thunfisch brauchen wir, glaube ich, noch einen. Eier brauchen wir noch einen. Wie viel haben wir von dem Zucker da? Haben wir noch genug? Passt. Und dann haben wir schon wieder alles. Und dann geht es halt leider da nicht ganz aus mit der Lizenz, weil wir sind einfach dann. Aber am nächsten Tag geht es aus mit der Lizenz, ohne Probleme. Haben wir da schon aufgefüllt? Nein. Können dann auch Kühlschrank her, theoretisch. Gell? Ich muss ja, ich will mein Brot so weit wirtschaften, dass ich nicht die ganze Zeit immer alles. Ich glaube, da im Umstellen, was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Oh, da haben wir noch Eier. Der hätte ich da noch kaufen brauchen. Nee, der hätte nicht so was ist gekauft, aber ist ja wurscht. Da gehen wir es durch. Der Reiniger, ich weiß, da haben wir zu viel, aber besser jetzt da aufgefüllt. Nein. Alles, was wir schon haben am nächsten Tag, brauchen wir wieder nicht kaufen, also von dem her ist es nicht so schlimm. Da, der geht weg, der ist weggegangen. Mich wundert es, dass ich mit dem Bestand gerade und gerade ausgekommen bin. Auch jeder hat einen Glasreiniger gekauft, das ist ja echt abartig. Deswegen habe ich gleich zwei Packungen gekauft. Klopapier ist sowieso ein Wahnsinn. Da habe ich gleich zwei Packungen mehr gekauft, die was ich Regalfläche habe. Weil die haben es zweimal leer gekauft, also drei Schachteln haben es weggekauft. Da das Soda. Natürlich wieder wegen einer Flaschen, ist ja richtig sexy. Aber was hilft's, ist jetzt so. Ach, die Produkte sind halt schon ein Wahnsinn, was du brauchst. Ich hoffe, nicht zu viel Schokolade gekauft, also der habe ich jetzt nicht bestellt. Spaghetti ist auch viel aufgegangen von der wieder. Richtig viel, also ein Pack ist überblieben. Der Kuchen ist ja gut aufgegangen. Das schaut aus wie bei mir, wenn ich online einkaufe. Ja, dann bedient ihr euch, du Geschüttelter. Wer kauft denn so viel online ein? Säufe! Bleibt auch wieder genau eine übrig in der Schachtel, das ist sowieso das Geilste. Wenn du wegen einer Seifen die ganze Schachtel aufhalten musst, aber naja, ist jetzt so, was sie machen.
So, die zweite Packung. Da bleibt auch genau eine übrig, logischerweise. Da hätten wir auf jeden Fall jetzt genug Platz noch für die Gefriertruchen. Da könnte man noch einen großen Kühlschrank hinstellen. Je nachdem, wie die nächsten Sortimente halt ausfallen. Ist noch Käse. Ist ja angefüllt, ja. Reis. Haben wir da Mozzarella. Ja, der geht immer gut jetzt, der Mozzarella. Muss ich sagen. Aber einen Überschuss haben wir eh selten. Deswegen rahme ich ja schon überall zwei Regale ein, tatsächlich. Nichts zum Einkaufen in der Pampa, aber Subway haben. So ist es. Deswegen rahme ich ja schon so überall zwei solche Dinge ein. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich nur eine nehme, würde ich die ganze Zeit nur nachfüllen müssen. Weil die Leute brauchen so viel von dem Zeug schon mittlerweile. Gut, den Thunfisch habe ich wahrscheinlich immer selbst gekauft. Da habe ich sogar drei Regale, ich weiß nicht warum, aber ja, ist halt so. So, das brauchen wir auch wieder. Habe jetzt zwar nichts auf Reserve gekauft, aber ist halt einfach so. Wird wohl hoffentlich reichen. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber ich will jetzt ein bisschen Geld sparen, tatsächlich, damit wir jetzt dann endlich aufbessern können alles. So ehrlich bin ich, deswegen habe ich jetzt einen Überschuss eingekauft, damit wir wirklich auch das nächste Sortiment eröffnen können am nächsten Tag. Wird sich zwar heute wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, den anderen Tag mache ich fertig. Und nein, ihr müsst jetzt immer einen Hype-Train starten, Leute, ihr habt jetzt schon so viel Liebe gegeben. Aber ja. Was Ersten, Alter, Prinzess, was los? Olivenöl da. Aber ich glaube, ich traue mich selber zum behaupten, ich wirtschaft echt schon recht gut. Das hast du wieder lostreten müssen, gell, Prinzess, war eh klar. Wenigstens habe ich jetzt wieder mehr Platz, um die Kisten irgendwo zum Hinstellen. Die Eier waren ein bisschen massiv, dass ich die gekauft habe tatsächlich. Ich habe mir gedacht, da sind mehr überblieben. Nein, sind das tatsächlich nicht. Es könnte so einfach sein. Aber nicht. So, naja, das ist sehr noch schön ausgegangen. Da sind noch die zwei Packungen Klopapier, was ich auf Reserve gekauft habe. Weil wir es sicher brauchen. Wirklich, da bin ich schwer davon überzeugt. Na, spült's halt ja aus. Schwitzen wir eine jetzt da den letzten Tag, ha, Leidels? Weißt du, was ihr seid? Schaut auf jeden Fall schon aufkrampbar aus da. Da hätte aber, glaube ich, theoretisch auch noch. Nein, ein ganzes Regal geht sich nicht aus. Ein doppelter Kühlschrank. Da könnte man noch ein Regal herzaubern, wenn man da in der Mitte die Gefriertruchen dann hin tut. Mal gucken, wie viel hat überhaupt in der Gefriertruchen Platz? Ich weiß es noch nicht, aber wir werden sehen. So, Bayerisch Max, danke für dein Bit. Dann legen wir mal los, schauen wir mal, wie gut die Kunden jetzt einkaufen. Tausender Überschuss, das heißt, wir müssen eigentlich auf gute 3 kommen. Ja, gute 3 ist ein bisschen hochgestapelt. Wieder so 2,5 bis 2,6, 2,7. Licht, immer mit deinem Licht. Habe ich da hinten noch gar ganz gekauft. Ich hoffe mal, die Leute werden da hinten nicht sie verlaufen. Aber das hat jetzt für mich noch keine Dringlichkeit gehabt. Ja, wo bleiben's denn jetzt da? Offen war! Ich meine, Leute, nur dass wir es ganz kurz geklärt haben, bis die kommen, gell? Schaut sich einmal alleinig an, wie viele Lizenzen das man noch kaufen kann. Sprich, wie viele Produkte man nachher noch verwalten muss. Da! Jede Lizenz hat 6 neue Produkte. Ich meine, wie sollst du das irgendwann noch wirtschaften? Also, da bist du ja schon 3 Stunden jeden Tag dabei, die Regale zum Auffüllen bei derer Listen. Solange sie noch kein Regaleinrahmer da integriert haben ins Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Da wirst du ja nie fertig.
Wenn du alle Lizenzen hast, hast du da in dem Spiel über 200 Produkte gefüllt. Und du musst jedes einzelne Produkt bestellen und einräumen. Nein, musst nicht. Es wird riesig. Wenn du hast 23 Erweiterungen, jedes Mal 4x4. Wir haben erst zwei. Okay? Das wird ein riesen Supermarkt. Aber wie willst du irgendwann alleinig die ganzen Regale und Produkte verwalten? Nein, Madame Gravalli, im echten Leben bist du ja nicht alleinig. Im echten Leben arbeiten ja mehrere Leute im Geschäft. Im echten Leben tun da ja in der Früh 10 Leute einrahmen und nicht nur einer. Alle Abteilungen. Wisst ihr, was ich meine? Schon wie im echten Leben, aber im echten Leben bist du ja nicht allein. Da hab ich nicht irgendwo ein Kommastell gehabt. Komisch. Plotkiller, es gibt noch keine Mitarbeiter, die was mehr können außer kassieren. Hast du das nicht geschnallt? Hab ich dir das jetzt schon zum dritten... Bitte, Junge, schreib doch einfach nicht in meinen Chat, tu mir den Gefallen. Ich muss mich ja immer mehr ärgern mit deiner teilweise... Wirklich, ich mag dich, aber du bist teilweise echt dämlich. Ich hab dir das schon gestern erklärt. Es gibt nur Kassier. Es gibt keine Regaleinräumer. Es gibt keinen, der was zum Beispiel die Regale verwaltet und... Produkte auffüllte, was zum Beispiel noch füllen, gibt's nicht. Das musst all, du hast nur Kassier. Alles andere musst du selbst machen in dem Spiel. Du kannst nur Kassier einstellen. Und ich finde, dass man den zweiten Kassier erst ab Level 20 einstellen kann, ist sowieso recht spät. Und den dritten dann wahrscheinlich ab Level, weiß nicht, 50? 49. Ich freue mich nämlich schon einfach nur, dass ich eigentlich einen zweiten Kassier habe. Damit ich da mehr mich darum kümmern kann, dass die Bestände immer aufgehört werden. Ja, aber auch wenn ich nicht an der Kasse bin, wenn du da auf einmal vier Kassen hast und 200 Leute reinkommen und du musst dann auch nicht 70 Regale befüllen, dann kommst du auch nicht zusammen. Überlegt, wie lange ich jetzt schon jedes Mal noch jeden Tag brauche, bis ich alle Bestände aufgefüllt habe. Das dauert ewig. Wo habe ich eine Kommastelle reingebracht? Ja. Um das geht, genau das, was die Leute gerade nicht schnallen. Butterblume, du hast das genau als einziger gerade. Warum habe ich da bitte einen Neiner dazu da? Du hast das jetzt als einziger geschnallt, um was es mir geht. Theoretisch ist es einfach. Wenn sie es nicht wirklich bald das neige Ding einbringen, dass man einen Regaleinräumer kriegt, wobei das ja irgendwie, stellen wir das kompliziert vor, woher soll der Einräumer wissen, in was für ein Regal was kommt, wenn die Regale noch leer sind, weil das kann ich ja selber frei entscheiden, wo ich welches Produkt rein da möchte. Da denke ich mir, das wird sowieso noch oberlustig. Lovely Girl, haut schon hin, ich wünsche dir was. Danke, hat schon passt. Mal schauen, Kloverbier. Da die Reiniger. Die gehen weg wie warme Semmeln, das ist abartig. Vor allem, aber du nimmst da nicht genug ein. Ich kann eins machen, wenn ich will, einen Kredit aufnehmen und wirklich einmal so richtig fett Bestände einkaufen, dass ich mal ewig lang nicht nachkaufen muss. Das würde theoretisch gehen. Aber praktisch stelle ich mir das recht unpraktikabel vor, wenn ich das so auge. Weil du dann den Überblick verlierst, wenn du jedes Mal unten schauen musst, was habe ich überhaupt noch. Der Hund kauft gleich das ganze Cola, oder? Zuckerschock, oder was, du kleiner Diabetiker für Arme. Mit dir los und dann wunderst du, wenn es dir ein... Gott sei Dank gehen sie alle zu ihr, Mami. Habe ich halt gerade verschrien. Der kauft gleich drei Rollen Klopapier wieder, weil wir haben ja so viel, ne? Es juckt ja keinen, wie viel das mal wirklich. Was habe ich da jetzt in der Hand? Ist das schon leer? Wieso habe ich schon wieder eine leere Schachtel zurückgekramt? Wie deppert? Ich bin froh, wenn die Leute alle zu Ärmel umgegangen, wenn sie kassieren. Weil dann kann ich die Regale einmal nachfüllen und muss halt die ganze Zeit
Butterblume, du Schöne! Schau, ist brav alle zu ihrem gegangen. Bin ich gerade voll dabei. Bin ich voll motiviert. Desperato Max 71, danke für dein Abo. Desperato Max. Jetzt kommt einmal einer zu mir. Ja. Ach du Sch. Der Hund kauft mir halber den Lohn leer. Hoppala, dann habe ich zu wenig gegeben. Also man kann die Leute da zu wenig auch geben. Sorry. Ja, da hat sie noch fleißig einkaufen. Vati braucht die Kohle. Mein zweimal Mozzarella hätte es nicht können, Alter. Das fladern wir können, hätte man die Arbeit nicht anbauen. So, was haben wir da noch alles? Nutella. Passt. Da hinten fällt wirklich ein Licht. Das ist arg, weil was das für einen Unterschied macht. Spaghetti, die gehen heute wieder gar nicht, komischerweise. Das ist hoppartig. Manchmal gehen die Sachen so gut weg, dass du vorhin nicht weißt, wie es da so ist. Und dann wiederum gehen die Sachen wieder gar nicht weg. 25.1 Hacker. So, was hat am schon wieder? Irgendwas ist schon wieder gar. Was ist denn da jetzt angewählt? Was war denn da am noch schnell? Bin ich steppert? Ah, die, Entschuldigung. Was sind ein paar Haupts? Ja, ich hab's ja gerade aufgefüllt, oder? Müsst halt kurz warten, wenn's mich nicht belagert, so habe ich ja Platz dafür. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch mit den Leuten, das war der letzte da bei mir. Der hat aber auch noch mal einen Großeinkauf gemacht. Abartig, 2852. Jetzt zahlt es auch aus, dass wir die Lizenzen kaufen, die neigen. Zuerst einmal wieder alles einsortieren, weil dass wir wissen, was wir dann zu viel haben oder zu. Oha, was ist denn da noch schnell umgegangen? Achso, der ganze Parmesan ist weggegangen. Eier haben wir noch. Der ganze Parmesan, fast das ganze Mozzarella, Alter. Was haben wir da noch alles? Genau, Apfelsaft. Der ist auch gut. Apfelsaft ist auch ganz gut weggegangen. Tatsächlich, aber an der Grenze, dass er ausgegangen war. Orangensaft hält sich in Grenzen. Das Burkola ist auch nicht wirklich viel weggegangen. 4 Flaschen nur. Ist jetzt nicht so wild. Orangensaft auch nur 4 Backel. Aber ich glaube, das ist jetzt leer, oder? Bevor ich es jetzt wegschmeiße, ist noch eins drinnen. Wo ist das auch noch drin? Oha, voll weggeschmissen. Einfach mal Überschuss. Gehört dazu, oder was? So. Sprite-Tee, das war die letzte Flasche. So. Da brauchen wir eigentlich auch keine Kaffee am nächsten Tag. Und da noch Süßigkeiten. Passt. Schokolade ist jetzt auch ganz weg. Bester Deppert. Kann man wieder umsortieren. Abartig, was jetzt wieder gegangen ist. Noch irgendwo ein paar Schachtel übersehen. Irgendwas noch nicht einräumen probiert. Ich glaube, wir haben alle da. Seife, auch super geil. Kaufen wir noch die Lizenz. Nein, diesmal ist es gegangen. Also es ist jetzt an die Regale fast voll vom Klopapier. Am Vortag war es schlimmer. Leute, ihr müsst jetzt nicht schon wieder einen Hype schon starten. Ihr seid wirklich, wurscht seid es mir nicht mehr. Schaut, wie teuer allein nicht die Lizenzen werden, wenn sie nur mal das Geld haben, Alter. Da wird noch so viel Geld über die Decke gehen, das ist sicher schon gekommen. So, und was brauche ich jetzt für die Produkte? Jetzt bin ich gespannt. Gefriertruchen haben wir Gott sei Dank eine überschüssig, nämlich raus den Stein. Was braucht es? Kühlschrank? Gefrierschrank. Ja, genau. Und da hätten wir noch für den Kühlschrank genau unten das Fachel, wo wir jetzt den Thunfisch noch drin haben. Passt. Mal schauen. So, und da haben wir noch Regal. Regal und Regal. Da müssen wir schon wieder noch ein Regal kaufen. Ja, mal gucken jetzt da. Leute, ich weiß nicht, wann der Hype-Train geht.
bin nur gerade. Ich will nur, ich weiß es, ihr seid, da ich noch schnell da ein bisschen. Aha, so ist das also. Ja, dann werden wir den einen Thunfisch da unten dann ausrahmen. Zwei Thunfisch reichen doch und da die Butter rein. Da. So, Gefrierfach, wo ist es denn da? Das müsste, das könnte man jetzt eigentlich gut da platzieren. Ja, da kann man schnell vorbei und da kann man noch ein Regal herstellen. Warte, man kann es aber auch, damit es vielleicht ein bisschen noch weniger Platz braucht, so herstellen. Ja, genau, perfekt. Hätte ich gesagt. Weil dann kann da noch ein Regal her für die Eigenprodukte, was ja an und für sich schon mal nicht schlecht ist. Wie viel geht da jetzt rein? Was? Nur zwei? Nein, jetzt ernsthaft? Wirklich jetzt? Du kriegst nur zwei Produkte pro Gefriertruchen rein? Das war nämlich gar nicht viel. Schau wirklich. Ich brauche jetzt nur ein Gefriertruchen. Ah, geh. Weil ich wollte ein Regal kaufen. Ja, da kaufe ich beides gleich. So, Möbel, Regal und Gefriertruchen. Wo ist denn der? 400 Gefriertruchen! Super, jetzt geht der Hype. Danke, Leute, Liebe geht raus. Jetzt ist der Hype schon auch schon da. F*** off, Alter. Hätte man nicht gedacht, dass du so wenig Platz hast in der Gefriertruchen. Tatsächlich. Hätte man schon ein bisschen mehr Platz erwartet. Aber hilft ja nicht, ne? Boah, die Bestände werden immer mehr. Das ist abartig, ich brauche immer mehr und mehr und mehr Platz. Oder die Maussensibilität ist sensibel. Perfekt. Heieieiei. Wo ist denn die Pizza jetzt wieder hin? Die laden wir gleich da. Machen wir uns eine. Wenigstens muss ich den Lohn nicht selber putzen. Also mit der Pizza gefällt es sicher lang. Und wo kriege ich jetzt das Regal noch hin? Das müsste noch irgendwie da Platz haben. Das wird sich gerade ums Arschlecken ausgehen. Aber sowas von gerade ums Arschlecken. Das ist jetzt ein bisschen eng bemessen. Warte mal. Dass es ziemlich mittig ist. Dann kriegt man theoretisch da einen her. Leute, Level 1. Aber wenn der Hype schon vorbei ist, habe ich auf, Alter. Das ist echt schon. So, ja, eins kriege ich da noch her, da, ein Regal, dann passt's. Jetzt müssen die ganzen Bestände auffüllen, halt, als Huhn muss auch noch eine. Hühnchen. Ist da noch eins drin, oder ist das alles, was ein Huhn drin ist, ne? Das sind nur die Viere. Gefriertruhe zur Wand, dann hast mehr Platz. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es so optimal, finde ich. So, 9,32 $, also die Welt, dann machen wir 69 für Huhn. Nein, 960 war ein saftiger Preis. Wenn es die Regale, wo der Kaffee drin ist, ein Wunddurst hat Platz für einen Gefrierschrank. Ja, die lasst jetzt einfach so und fertig, ne? So, was haben wir da? 5, hab ich jetzt 9 Dollar eingeben? Nein, wie dumm. Warum 9? 69 wollte ich haben. 9,60. Dankeschön. Verschenke ja nichts unter Marktwert. Da 5,40. Und die Pommes gehen wir her für 6,30. Ist ja wurscht. 6,30. So. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal, wie wir noch wirtschaften können, dass wir das Ganze noch einigermaßen voll kriegen, Sortiment. Ein Mehl brauchen wir, Puderzucker braucht man noch, Nutella brauchen wir keinen, Spaghetti brauchen wir auch keine, Reis dafür zwei, Mehl, von den Mehl auch zwei, es ist schön, es geht schön aus. Wie viel haben wir noch von den Cornflakes? Die sind noch immer fast voll, ja, da brauchen wir nichts. Olivenöl ist genug, Salz hätte noch eins gut ausgekommen, Toast. Sicher jetzt aber einen Kaffee, habe ich den nicht eigentlich weggekramt da? Oder, also, ja, ein Kaffee war nicht schlecht, das ist ja. Wie schaut es bei den Nudeln aus? Bei den Nudeln ein Backel gegangen noch, ein Backel Öl gegangen, ein Backel Honig, so, das ist ja schon wieder geldmäßig. Ich glaube, wir werden ein Winkel mit der Kohle jetzt wieder Probleme kriegen. Produkte, schauen wir mal. Wir fangen natürlich wieder von oben an, die brauchen wir nicht. Toast, eins Müll, eins Öl, eins, Nudeln, eins, Zucker, eins,
Wasser habe ich jetzt gar nicht geschaut. Wie schaut es aus beim Wasser? Ja, braucht man auch schon wieder fast eins. Joghurt auch schon fast. Käse braucht man auch noch eins. Milch geht momentan, wo ich auch Reis da schon weg, aber das reicht glaube ich noch. Eier braucht man noch eins. Also, Mineral, eins Käse, eins Kaffee, eins. Eins für die Eier. Schwarzer Tee haben wir noch immer eigentlich genug, der reicht. Was kommt noch im schwarzen Tee unten? Nutella haben wir genug, von dem Müll brauchen wir noch eins. Kaufen. Passt. Dann weiter. Olivenöl habe ich gesehen, haben wir. Nudeln haben wir. Reis braucht man zwar. Einmal Salz war nicht schlecht. Dann da hätte ich noch eine Kiste veranschlagt. Von denen tatsächlich auch noch einen. Genauso wie von denen. Und einmal Süßigkeiten. Ein Joghurt hätte ich gesagt. Getränke, einmal Soda hätte ich gesagt. Sonst sind wir bei den Getränken, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Einmal Apfelsaft vielleicht war nicht schlecht, wenn wir noch nehmen. So, auch wieder kaufen. Passt. Jetzt geht's in die nächste Runde. Ist ja Wahnsinn, was ich da an Produkte schon brauche. Der Reiniger um eins, dann Klopapier würde ich zwei kaufen, Zucker würde ich tatsächlich jetzt keins brauchen. Da braucht man einen, Alter, der ist so schweineteuer. Und Glosreiniger braucht man auch einen. Ach, das ist schon wieder alles miteinander. Also, da braucht man einen, Glosreiniger braucht man einen. Das kostet so viel Geld. Einen braucht man, zweimal Klopapier war da nicht schlecht. Seifen und Ding haben wir, glaube ich, genug, oder? Ah, Duschgel oben, da brauchen wir auch schon wieder eins, so eins. Da brauchen wir zwei. Und da auch zwei. Wie das war's? Alter, das war's und wir haben noch 12 Cent. Nein, ich kann mir jetzt kein Licht mehr leisten. Tut mir leid, das kommt beim nächsten Tag. Wir haben noch 12 Cent. Okay, dass wir es kurz geklärt haben. 12 Cent. Für alle, die was nicht wissen, 12 Cent ist nicht viel. Okay? Nur so als kleiner Tipp. Mit 12 Cent hupfst nicht weit. Das ist abartig, was wir da jetzt da schon wieder an Zeit verbraucht haben, Alter, das ist, na wirklich, das ist brutal. So, ich muss das alles da ein bisschen sortieren wieder. Ah, ein Thunfisch habe ich vergessen, ich wollte das umsortieren. Ich wollte den Thunfisch da unten aufkriegen, damit ich da zwei Regale Butter mache. Neige Produkt jetzt für die zwei Neigen habe ich auch noch nicht kaufen können, hat geldmäßig noch nicht gereicht, aber was sollen wir jetzt machen? So, all das auch. Mehl, ja, haben wir auch gesagt, ein bisschen ans Mitten schon. Da ist auch nur ein Backel überblieben, aber wir haben nichts zu verschenken. Da haben wir eh bis jetzt dann nur noch eine Flasche, nein, zwei können wir reingeführt. Drei sogar. Wurscht, aber da haben wir jetzt wieder Reserve ein bisschen ans. Passt auch. Alles, was wir am nächsten Tag zu viel haben, brauchen wir uns nicht in den Kopf zu reißen. Danke, Predator, für 300 Bitte. Lasst es ausrennen, Leute. Wollt ihr mich noch in die Verlängerung bringen, gell? Ihr seid Zeit. Liebe geht raus, das geht eh nicht mehr aus. In 30 Sekunden ist es vorbei. Aber danke wieder für euren Support, Leute. Herrlich. Möp, danke. Aber das geht sich nicht aus. 20 Sekunden. Lasst es ausrennen. Ich hab's ja schon so viel Liebe gegeben, Leute. Wirklich, da, ihr müsst es nicht mehr eskalieren. Passt schon. Danke für euren Support wieder mal. Predator, danke, es geht sich. Ah! Zirkelkasper, danke für 1000 Fu. Geht sich nicht aus, oder? Erzählt es nicht. Erzähl. Geht es aus? Geht es aus? Ja, Alter, auf dem letzten Drucker! Ihr seid so geschüttelt schon wieder! Danke Sonja für 1000 Bits, Zirkelkasper für 1050 Bits, Predator, danke für 1000 Bits und Bayerisch Max, danke für deine Bittis. Ja, das Problem ist, denn in jedem leeren Karton geht der Thunfisch ein. Das ist ja mein Problem. Alter, ihr seid so übertrieben. Ich wollte mich gerade gedacht, ich verabschiede mich, gell? Und dann bumm.
Gummibär, da wollte ich jetzt nämlich extra, jetzt wollte ich da was machen, schaut's her, damit wir endlich einmal eine gewisse Systematik haben, weil Gummibärchen ist zum Beispiel das einzige, wo ich momentan nur ein Ding habe, genauso wie unten die Cornflakes, und deswegen habe ich jetzt extra, obwohl es nicht notwendig gewesen war, weil ich würde ja, so wie überall, zwei volle Schachteln zusammenbringen. Schau her, ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach in den Domfisch da rein tun. Die Box passt nicht zu dem Ding. Top, ja, das war wirklich wie ausgerät. Aber das hätte er in die Hosen gehen können, so ist es nicht. Wohlgemerkt. Schokolade habe ich auch nicht gekauft. Ach, weil die Leute werden wieder so viel jammern diesmal. Wartet einmal kurz, jetzt schaue ich was. Weil ihr treibt mein Hype-Training noch auf Level 4 an, also geschüttelt wie Satz. Ich hab noch nie ein Darling genommen, gell? Ein Darling. Du geile Butterblume, du Schöne! Aber wie läuft das an? Ich brauche ja kein großes, 1000 erreicht man. Mir reichen 750 auch schon. Aber ist ja. Was? Für 5 Tage mit 157? Oder so hätte ich gesagt, 37. Und 2000, den nehmen wir jetzt da. Fertig. Weil jetzt kann ich wirklich alles noch bestellen, was ausständig ist. Ich rahme jetzt alles ein und dann bestelle ich alles, was noch ausständig ist. Und dann ist eine Ruhe. Und auch euch ein Licht, bevor es mal alle zum Warnen anfängt. Ich hab's bis jetzt mit der Sport, aber jetzt ist es wurscht. Das nicht, das mache ich jetzt da. Joghurt. Der ist eigenartigerweise einmal gut gegangen. Das sind Gummibärchen. Der Joghurt ist eigenartigerweise einmal gut gegangen. Das erste Mal, was ich damit habe. Predator, ein paar Pizza habe ich noch. Ihr müsst es nicht, Leute. Also noch einmal bitte, dass sich jetzt keiner dazu genötigt fühlt, da weiß ich nicht, wie viel zum Einbuttern bei mir. Level 3 ist schon wieder auf 52%. Geht da der Thunfisch rein? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nicht der Größe, bleibt. Wenn, dann geht der Thunfisch da vielleicht rein, aber da haben wir jetzt wieder zu wenig Toastbrot, was ich einräumen muss. Also die Schachtel wird nicht leer, schade. Den würde ich tatsächlich da herstellen. So, ja. Kommt noch jeder zu mir und trotzdem habe ich es in der Nähe. So, der Kuchen, der kommt jetzt wieder da her, ja genau. Da geht auch nicht rein, der Thunfisch ist echt groß. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch eine passende Schachtel Klopapier war, aber die kriege ich auch nicht leer. Der vielleicht, aber den kriege ich auch wieder nicht leer. Aber der bringt viel Geld. Schule gekauft, die habe ich gar nicht gebraucht. Aui. Leute, Predator, danke für 500. Ihr müsst nicht, Leute. Wirklich, ihr müsst nicht. Ihr gebt so viel Liebe, Herz doch auf, es ist schon wieder Level 3. Zucker. Baby, du bist Zucker, mir wird heiß. Danke für 95 Bidis. Ja, 30 Sekunden noch, 71%, jetzt wird's eng. Jetzt wird es eng, Leute. Wie gesagt, ich hab schon gewusst, warum wir jetzt auch irgendwo bin. Klar, Maule, danke für 1000 Bits, Predator. Und das ist schon wieder Level 4. So, aber das war's. Hecher geht sicher nicht los zu sein. Ich möchte da gar nicht anstiften. Ich habe Zeit schon so viel Liebe gegeben. Das ist echt nicht mehr feierlich. So, Mineralwasser wieder auffüllen. So viel war überall, da ist mir jetzt auch schon fast leer geworden, genau. Da geht einer rein, oder? Jawohl! Wir haben den Übeltäter für den Thunfisch gefunden, da geht einer. Ah, der wäre noch nicht betitelt vom Preis her, wenn wir mal noch schauen. So,
Jetzt haben wir schon wieder Level 4 auf 10%. Ihr macht es heute fast alles mit Bezirk geschüttelten. Darfst heute wieder Überstunden machen. Ja, du siehst das ja gerade. Ne? Das ist wieder typisch in der Community. Liebe geht raus. Liebe geht raus. So. Da sind wir daheim. Oh, da machen wir 92 und dann passt. Das ist ein fairer Preis für den Butter, hätte ich gesagt. Und dann ist alles okay. Oder wie viel, dass ich da mittlerweile schon einrahmen muss, ist halt echt nicht mehr feierlich. Ich hab da eigentlich noch einen gekauft. Der war echt, wenn man siehst. Da haben wir ja wirklich noch mehr wie genug auf Reserve gehabt. Ab und zu einfach gar nicht mehr geschaut, sondern gekauft. Ne? Jetzt haben wir ihn so laut. Ja, der ist leer. Da noch ein paar Smarties. Ich sage, du bist ja schon ewig und drei Tage damit beschäftigt, überhaupt die Regale zu auffüllen. Da, der Parmesan. Genau, das war auch schon fast leer, da sieht man schön. Servus, da sind wir nicht böse für die Überstunde. Du, ihr gebt so viel Liebe, ist ja klar, dass ich nicht in einen Hype bin, sagt Tschüss. Aber jetzt lasst es gut sein, Level 4 auf 10%. Ihr habt es halt so eskaliert die ganze Zeit, wirklich. Kaffee war eigentlich gar nicht so tragisch gewesen, aber ja. Habe ich halt wieder mal über mir nicht reagiert und einfach bestellt. Was haben wir da jetzt noch? Der Käse, genau, das habe ich mir gerade vorher schon gedacht. Käse war ja eigentlich auch noch zum Offen. Da hätte auch noch ein bisschen was Platz. Was genau? Da kommt auch da hin. Jetzt da kommen noch die Reste. Schokolade brauchen wir noch. Zwei neue Produkte waren auch noch dabei, gell? Kurz da außer, Markt. Was man ausfüllt uns noch. Also Schokolade fällt da. Nehmen wir eh alles zwei. Eins, zwei. Genauso wie, was war noch Regal, da ist da, eins, zwei, und Schokolade haben wir gesagt, fehlen uns noch zwei. Schokolade da, eins, zwei, fehlt sonst noch was. Jetzt wollen wir die letzte Bestellung aufnehmen, der Rest, einen schwarzen Tee konnte ich noch dazu nehmen tatsächlich, weil der ist eh fast leer. Aber ich glaube, sonst schauen wir gut aus, hätte ich gesagt. Einmal schwarzen Tee noch dazu und dann passt das eigentlich. Wo ist der schon wieder? Dann rahmen wir das noch ein und dann haben wir das komplette Sortiment. So. Schwarzer Tee. Schwarzer Tee. Leute, los, das 30 Sekunden Predator, danke für 300 Bits, aber das geht sich nicht mehr aus. Ah ja, Licht auch noch. Ja, jetzt ist eh schon der Tag schon gegrennt. Jetzt lasst es ihn ausrennen, 20 Sekunden ist vorbei. Da müssen wir einen 10er-Sapp rausklatschen. Und selbst dann wird es eng. Schokolade habe ich gesagt, du jetzt nicht da her. Danke für euren Support, Leute. Liebe geht raus. Was rehrst du? Ich bin morgen wieder da. Danke für den Hype-Train. Liebe. Ich rahme jetzt noch fertig. Da ist du noch. Damit wir alles fertig haben, wenn wir dann wieder mal ins das Spiel reingehen, dass wir gleich starten können. Die Kartoffelsäcke sind das, gell? Ho! Übertreib nicht, oder? Wie fett sind wir? Ich hab zwei davon bestellt. Das war nicht meine Mission. Dann machen wir halt da vier draus. Das ist wie mit dem Klopapier, wenn es ein wenig Platz hat. Und dann machen wir da unten noch die. Wenn ich jetzt noch eine Sorte Cornflakes dazu kriege, dann mache ich einfach nur noch ein Regal nur Cornflakes. Weil wir haben jetzt drei verschiedene Sorten mittlerweile. Und alle sind sie irgendwo anders. Wisst ihr, was ich meine?
Weil wir haben auch Sorten von den Cornflakes haben wir da unten, auch Sorten von den Cornflakes haben wir da oben und auch Sorten von den Cornflakes haben wir da unten. So, die, oh, die sind teuer, da machen wir mal 55, ne? Was kostet so ein Erdapfelsack? Das geht eigentlich 5,60 gleich da. Also der wird sicher, die Erdapfel werden uns ein paar Mal ausgehen. Gehe davon aus. So, alle Regale sind aufgefüllt. Also, Entschuldigung, ich kaufe jetzt noch zwei Lampen, dass alle zufrieden sind. Dann ist er Ruhe. Möbel. Lampen. Einmal, zweimal. Er da. Und dann ist hell genug überall. Einmal da noch eine her. Und einmal füllen wir es noch da in der Mitte noch eine, hätte ich gesagt. Einmal Licht en masse. So, Leute, die Regale sind voll, also beim nächsten Mal geht's rund. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.